In diesem Video möchte ich dir erklären und näher bringen, welche vier Sachen einem gestörten Narzissten extrem wichtig sind und auf diese sie sehr viel Fokus legen. Steigen wir direkt rein. Es gibt vier Sachen, die man direkt mit seinem Selbstwert in Verbindung bringen kann. Das heißt aber nicht, wenn man auf diese Sachen achtet, dass dein Selbstwert hoch sein wird. Diese vier Sachen sind Körper, finanzielle Lage, sozialer Status und Bildung bzw. Intelligenz. Man fragt sich öfters, warum sind Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, oftmals so unglaublich ähnlich? Und wenn man Geschichten hört, dass man sich dann denkt, oh mein Gott, du erklärst gerade genau, was ich damals erfahren habe mit dieser Person. Mein Ehemann, meine Ehefrau, die war, oder mein Vater, meine Mutter, die waren genauso. Der Grund dahinter ist der Ursprung der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, nämlich das extrem geschädigte Selbstwertgefühl. Ja, diese Menschen hatten eine sehr, sehr schwierige Kindheit, aber wie gesagt, das ist gleichzeitig keine Entschuldigung dafür, dass sie so bösartig auch sind, sondern eine Erklärung und wird dir mit der Verarbeitung und der Heilung danach auch wirklich sehr helfen. Wie baut man wirklich ein starkes Selbstwertgefühl auf? Diese vier Sachen können dir helfen, wenn man da richtig dran geht. Der wirklich ausschlaggebende Punkt ist aber, dass man innerlich sein Selbstwertgefühl verbessert und in sich innen drin sucht. Es gibt genug Menschen, die sozial ganz oben sind, die finanziell ganz oben sind. Und diese zwei Sachen gehen einfach Hand in Hand auch zum Teil, das Finanzielle und das Soziale. Wenn man finanziell gut dasteht, in der heutigen Gesellschaft wird man allgemein sozial auch sehr anerkannt sein. Es gibt aber genug Menschen, zum Beispiel in Hollywood, muss man einfach einmal nur hinschauen, Menschen, die extrem reich sind und von vielen Menschen geliebt werden, ihnen geht es gleichzeitig extrem schlecht. Das gleiche gilt mit Bildung und mit Intelligenz. Es gibt Menschen, die durchaus sehr gebildet sind und sehr schlau sind, die aber gleichzeitig Probleme haben mit dem Selbstwert. Man kann aber eben diese vier Sachen benutzen als Verstärkungsfaktor. Das verstehen Menschen, die stark narzisstisch sind, nicht. Sie versuchen sich komplett oberflächlich auf diese vier Sachen zu konzentrieren und nach außen hin dementsprechend als überlegen dazustehen. Sie versuchen nicht immer, aber sehr, sehr oft als extrem gebildet dazustehen. Sie werden versuchen, deinen Körper oftmals schlecht zu reden, damit sie sich körperlich besser fühlen können. Sie werden dich immer unterschwellig unter sie drücken, sozial. Sie werden versuchen, dass du das Gefühl hast, ich stehe unter dir und ich, der Narzisst, stehe über dir, sozial gesehen allgemein. Und da liegen dann auch wirklich Gemeinsamkeiten, die man oftmals erkennen kann in ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Sie bauen darauf auf. Sie versuchen zwanghaft in diesen vier Sachen immer als super dazustehen und dementsprechend als allgemein überlegen dazustehen. Die Sachen alleine werden dein Selbstwertgefühl aber eben nicht aufbauen. Was mit dem Selbstwertgefühl einhergeht, ist auch deine Vergangenheit, dass du im Einklang mit dir selbst bist und mit deiner Vergangenheit. Dass du dir auch selbst verzeihen kannst in der Vergangenheit. Kein Mensch ist perfekt. Manchmal machen Menschen irgendwelche Sachen, wo man sich vielleicht schämt danach. Das ist ganz normal. Aber dieses Gefühl von Scham, Schuldgefühle bringen einfach nichts. Sie werden dich einfach nur im Leben herunterziehen. Und kurz zu der Sache von Scham. Viele Menschen denken sich zurück, oh mein Gott, ich habe damals das gemacht vor anderen Menschen und haben sich, wie man sagen würde, in den Erdboden reingeschämt und hätten gewünscht, dass sie das einfach nie gemacht haben und denken, dass andere Menschen dann vielleicht auch noch rückblickend denken, aha, diese Person hat damals das gemacht. Das war ja unglaublich peinlich. Ich bin hier, um dir zu sagen, jede Person hat diese Momente und jede Person ist mit ihren eigenen peinlichen Momenten so sehr beschäftigt, als dass sie Zeit und Energie aufwenden würden, auf deine peinlichen Momente zurückzublicken. Man selbst nimmt diese Momente immer viel stärker wahr, als andere Menschen es tun. Das ist den meisten Menschen tatsächlich einfach egal. Sie vergessen das einfach wieder, weil sie selbst diese Momente haben und selbst damit beschäftigt sind. Das ist einfach eine gewisse Erleichterung zu verstehen. Die anderen Menschen denken gar nicht über meine peinlichen Momente wirklich nach. Nur ich denke da so sehr intensiv drüber nach. Und Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung denken extrem über diese Momente nach und haben dementsprechend tatsächlich innerlich sehr viel Scham und auch Reue. Leider nicht, wenn es darum geht, dass sie zu dir so unglaublich toxisch sind. Manchmal ja, manchmal bereuen sie, dass sie so laut zu dir waren, so extrem ausgerastet sind, dass sie sich selbst nicht unter Kontrolle hatten, schaffen es aber nicht ehrlich, sich dann zu entschuldigen. Sie werden dir sagen, ja, ich habe überreagiert,
aber du hast mich dazu getrieben. Sie werden irgendwie anerkennen, dass sie nicht ganz perfekt sind vielleicht, obwohl sie einfach komplett ausgerastet sind, können aber nicht einfach sagen, pass auf, das war vielleicht ein bisschen viel von mir, sondern müssen dann immer sagen, du hast mich dazu getrieben oder werden nichts dazu sagen. Weil wenn sie einmal eingestehen würden, dass sie etwas nicht perfekt souverän gemeistert haben, dann würde der Erdboden unter ihren Füßen wegfallen und sie wüssten einfach nicht mehr, was sie tun können. Es ist unmöglich für sie. Und sie geraten in eine, ja, Emotion der Panik schon fast innerlich, dass sie das irgendwie, diese schlechte Tatsache, diese, ja, Verantwortung von sich selbst abwenden können und auf dich ableiten können. Wenn man sich auf diese vier Sachen eben konzentriert, Körper, Bildung, Soziales und Finanzielles, dann wirkt man nach außen hin oberflächlich tatsächlich überlegen. Und das ist auch ihr tiefgründiger Wunsch. Wenn man jemanden besser kennenlernt, dann sind eben nicht diese oberflächlichen Tatsachen wichtig. Um jemanden zum ersten Mal kennenlernen, kann es auf jeden Fall helfen. Mit der Zeit wird es aber immer und immer persönlicher. Und sie versteifen sich aber so sehr auf dieses Oberflächliche, dass sie nicht verstehen, dass es noch diese emotionale, persönliche Komponente gibt. Und sie werden mit der Zeit auch immer verzweifelter sein, dass sie merken, dass du immer mehr auch die emotionale Distanz suchst. Sie verstehen das einfach nicht. Sie denken sich, ich gebe mir so viel Mühe, oberflächlich als super toll dazustehen, und begreifen einfach nicht, dass es hinter diesen vier Tatsachen und hinter diesem Oberflächlichen noch eine ganz, ganz große emotionale Welt gibt. Emotional sind Menschen, die stark narzisstisch sind, eben nicht, ja, nicht schlau. Sie haben keine stark ausgebildete emotionale Intelligenz. Die ist überhaupt nicht ausgebildet. Man könnte tatsächlich sagen, sie sind, was das angeht, noch sehr, sehr kindlich. Und das hat sich einfach nie weiterentwickelt. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, ihnen ist tatsächlich eigentlich nicht bewusst, wie toxisch sie sind. Das ist ihnen wirklich nicht bewusst. Sie machen viele Sachen schon aktiv und sie sind manchmal auch bewusst toxisch, aber sie wissen nicht, wie toxisch das ist. Sie verstehen nicht, dass es dir auch so schlecht gehen kann, wie es ihnen geht. Das begreifen sie nicht. Sie denken, dass ihr Leiden, ihre Qual im Leben das höchste der Gefühle ist. Und wenn es dir schlecht geht, ja, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Dir wird es nie so schlecht gehen, wie es mir geht, weil meine Emotionen sind die einzigen, die wirklich wichtig zu nehmen sind. Und da sieht man auch dieses Kindliche. Sie verstehen nicht, dass andere Menschen auch so stark ausgeprägte Gedanken haben, wie sie es haben. Jeder kennt es, man hat manchmal im Leben Aha-Momente und man bildet sich weiter. Sie glauben, dass ihre Aha-Momente so tiefgreifend sind, dass sie so besonders sind, was diese Sachen angeht, dass andere Menschen immer irgendwie gedanklich unter ihnen sind. Und das werden sie auch versuchen zu zwingen, wenn sie merken, dass eine andere Person tatsächlich gedanklich auch sehr, ja, sehr schlau ist und in irgendetwas sehr gut ist, dann versuchen sie krampfhaft, dieser Person das wegzunehmen. Damit sie innerlich sagen können, ja, ja, aber ich bin immer noch überlegen. Sie brauchen so tiefgründig dieses Gefühl der Überlegenheit über anderen Menschen, weil sie eben in der Kindheit so extrem gedemütigt wurden. Und dieses Gefühl der Überlegenheit ist auch immer oberflächlich. Das wird nie tiefgründig durchdringen. Sie brauchen das oberflächliche Gefühl der Überlegenheit, damit sie darauf auch nur irgendwie klarkommen können, dass sie innerlich das tiefgründige Gefühl haben der Unterlegenheit. Tiefgründig, wenn sie auf Menschen treffen, gehen sie davon aus, dass sie hier oben sind. Und oberflächlich kompensieren sie das oder sie überkompensieren, indem sie dann so tun, als ob sie hier oben sind, damit sie auch nur ansatzweise das Gefühl haben können, dass man auf Augenhöhe miteinander redet. Es ist wirklich sehr, sehr krampfhaft. Ich kann mich daran erinnern, dass ich im Studium mal auch, also ich philosophiere gerne, ich bin von der Genetik her eigentlich ein sehr kreativer Mensch, bin aber dann irgendwie in die Physik gelandet und hatte dann gerne auch kreative philosophische Gespräche mit anderen Menschen. Und eine Person, mit der ich da einfach sehr, sehr viel zu tun hatte, sie ist dann, dass diese Gespräche sind manchmal in einen Machtkampf übergegangen, wo es dann darum ging, nein, ich habe recht, du verstehst das nicht und das ist eigentlich so. Und ich habe einfach nur probiert, ein interessantes Gespräch zu führen und am Ende waren wir beide beleidigt,
weil das Gespräch irgendwie nicht angekommen ist. Das ist irgendwie in so einen Machtkampf reingerutscht und das wird öfters passieren bei Menschen, die stark narzisstisch sind. Man hat eigentlich nur ein ganz normales Gespräch, wenn sie aber merken, dass sie vielleicht nicht hinterherkommen. Oder wenn sie merken, dass du irgendwie eine Stärke hast in einem Gebiet und irgendwas erzählst, wo sie gerne von sich selbst behaupten würden, ich kann das viel besser als andere Menschen, dann werden sie einfach beleidigt sein im Gespräch, obwohl du nichts gemacht hast, außer einfach nur Interesse zu zeigen, ein Gespräch mit ihnen zu führen, dann werden sie beleidigt sein und das zeigt sich dann, indem sie zurück einfach nur, ja, man spürt das irgendwie, das wird zu einem Machtkampf und dann werden sie auch unfreundlich sein, einen blöde Sprüche geben und dann wird man selbst auch beleidigt sein, weil man sich dann denkt, was soll das? Ich wollte doch einfach nur ein Gespräch mit dir führen und du machst mich jetzt, ja, du bringst blöde Sprüche und machst mich gerade fertig, verstehe ich nicht. Das ist eben auch das große Problem, wenn man in einer solchen Beziehung drin ist und nicht weiß, dass narzisstische Züge dahinter stecken. Dann fragt man sich oft die Frage, was ist passiert? So, wo ist es falsch gegangen? Wie ist dieses angenehme Gespräch auf einmal toxisch geworden und anstrengend geworden? Der Grund ist, weil sie ein extrem gekränktes Ego haben, aber man das einfach nicht merkt. Ein Beispiel würde ich gerne noch bringen, was die narzisstische Persönlichkeitsstörung angeht, wenn es darum geht, dass sie wirklich Probleme haben, dazuzulernen und sich anzupassen. Ich hatte mal einen Freund, einen sehr, sehr guten Freund, und wir haben die Schlüssel ausgetauscht, unsere Wohnungsschlüssel, weil er sich ständig ausgeschlossen hat. Er hat sich immer wieder ausgeschlossen und da hat er gesagt, wir werden jetzt unsere Schlüssel austauschen und mir auch immer Druck gemacht. Sag mal, hast du jetzt endlich den Schlüssel gemacht? Erinnere mich mal wieder dran, dass wir das machen sollen und dann auch wieder diese Verantwortung auf mich übertragen. Wir haben dann die Schlüssel ausgetauscht. Irgendwann war ich war nicht zu Hause. Ich war bei meinen Großeltern und er hat sich ausgeschlossen wieder. Ich war nicht zu Hause. Ohne mir Bescheid zu geben oder mich anzurufen und nachzufragen, ist er in meine Wohnung gegangen, hat die komplette Wohnung durchsucht, bis er den Schlüssel hatte und wirklich Schubladen komplett alles durchwühlt und hat mir das dann gesagt. Ich habe nicht direkt darauf geantwortet, weil ich andere Sachen zu tun hatte. Dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Wie kann ich nur so pedantisch sein und so anstrengend sein? Und er war wirklich unglaublich aggressiv, weil er sich Schuldvorwürfe gemacht hat. Sie machen sich eben Schuldvorwürfe, aber anstatt zu sagen, hey, pass mal auf, das war vielleicht ein bisschen zu viel von mir, tut mir leid, hat er mir direkt aggressive Vorwürfe gemacht. Wie kann ich nur so pedantisch sein, obwohl ich gar nicht auf die Nachricht geantwortet habe? Nur um einmal zu zeigen, wie tiefgründig das sein kann und auch im Endeffekt gesetzesüberschreitend sie manchmal sind. Sie werden tatsächlich Sachen machen, die nicht legal sind, aber eben die so gerade ein bisschen nicht legal sind, damit man sich vielleicht denkt, ja, okay, ist es das jetzt wert? Eine andere Sache mit dem gleichen Freund, er wollte mir einen Gefallen tun. Ich war sehr gestresst vom Studium, gerade vom Lernen. Und er ist bei mir mit dem gleichen Schlüssel einfach in die Wohnung reingeplatzt und hat gesagt, hey, pass auf, lass mal einen entspannten Abend haben. Und dann habe ich ihm danach gesagt, wir haben uns in den Garten gesetzt. Ich habe ihm sehr vorsichtig gesagt, bitte mach das nicht. Bitte komm nicht einfach ohne weiteres in meine Wohnung rein. Das gefällt mir nicht. Er war direkt beleidigt, ist aggressiv geworden und hat mir dann Vorwürfe gemacht. Und das ist ein klassischer Trick. Sie sind so im Ego gekränkt, dass wenn man ihnen einmal sagt, bei einer Sache, die ganz offensichtlich nicht in Ordnung ist und das ganz vorsichtig anspricht, bitte mach das nicht, werden sie es komplett umdrehen und aggressiv werden und beleidigt sein. Seitdem hat er dann jeden Tag oder fast jeden Tag ist er vorbeigekommen und hat an der Tür geklopft. Und wenn ich nicht sofort an der Tür war, immer weiter geklopft, mache jetzt die Tür auf, dann bin ich dran gegangen und da hat er jedes Mal gesagt, guck mal, ich kann dazulernen. Ich habe geklopft und ich bin nicht reingegangen. Sei mal jetzt dankbar. Sei dankbar dafür, dass du nicht einfach in meine Privatsphäre reintrittst, in meine Wohnung rein. Und dafür soll ich jetzt dankbar sein. Und trotzdem erwartet, dass ich sofort an die Tür gehe, weil er immer weiter klopft. Ein paar Tage später hat er mir dann auch aus dem Nichts gesagt, weißt du was, Marc, wenn jemand bei mir einfach ohne weiteres reinkommt, dann werde ich die Person direkt umschlagen. Also eine unglaubliche Doppelmoral. Und dieser Person habe ich dann auch irgendwann kommuniziert, ich will absolut nichts mehr mit dir zu tun haben. Und er ist von allen Wolken gefallen. Er wusste nicht warum, wie es dazu gekommen ist, weil sie nicht verstehen, wie unglaublich toxisch sie sind und wie sehr sie deine Grenzen nicht respektieren. Das verstehen sie nicht. Und auch diese Doppelmoral, die sie haben.
tiefgründig wissen sie, dass das nicht stimmt. Aber oberflächlich verstehen sie das überhaupt nicht. Und das ist dann auch diese Schwierigkeit, weil sie so davon überzeugt sind und sich selbst anlügen und sich selbst davon überzeugen, dass sie nicht wissen, wie sehr schädlich sie sind, dass, wenn man mit ihnen redet, man merkt, sie verstehen das nicht. Sie nehmen das gar nicht auf. Sie wollen alles direkt ablenken und abstoßen. Ich habe ihm tatsächlich auch einmal probiert zu sagen, sag mal, ich glaube, du bist wirklich stark narzisstisch, und hat das auch wieder direkt abgelenkt. Nichts ist jemals seine Schuld. Und ja, natürlich ganz klassisch, ich war da, um immer ihm zuzuhören. Sein Leben ist so unglaublich anstrengend. Er hat sich immer über alles aufgeregt. Ich war immer für ihn da. Als ich einmal, und ich habe mich da, generell beschwere ich mich eigentlich nie. Ich bin eine Person, ich versuche immer alles mit mir selbst auszumachen und beschwere mich einfach allgemein nicht wirklich viel. Ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Aber ich bin für Menschen da auch, die dann jemanden brauchen, um zuzuhören. Und jeder hat mal Zeiten im Leben, wo es einem einfach schlecht geht, wo man dann auch einen Freund braucht. Und genau in diesen Momenten, wenn man einen Freund braucht, da sind sie nicht für einen da. Und dann habe ich ihm auch ein paar Sachen erzählt. Und dann hat er mir gesagt, ja, dein Leben ist so unglaublich anstrengend. Ich verstehe ihn schon. Ja, alles klar. Und hat sich darüber lustig gemacht. Wo ich mir dann auch dachte, und rückblickend auch, ja, jeder Mensch hat Probleme, aber deine Probleme waren zum Teil so unglaublich nicht wirklich schlimm. Und im Vergleich zu der Situation, wo ich gerade drin war, ging es mir einfach wirklich schlecht. Und da warst du nicht für mich da. Und da erkennt man dann auch wirklich, ob ein Mensch wirklich tiefgreifend narzisstisch ist, wenn oberflächlich sie so tun, als ob sie deine besten Freunde sind, du immer für sie da bist, aber wenn es dir einmal wirklich schlecht geht, sie überhaupt nicht für dich da sind und sie die Situation tatsächlich schlimmer machen. Sie merken, wenn es dir schlecht geht, und das machen sie nicht unbedingt bewusst, aber sie werden danach reintreten und alles nochmal schlimmer machen. Deswegen ist es so wichtig, sich von toxischen Menschen zu entfernen, auch den Cut zu machen und zu sagen, ich schulde keiner Person irgendetwas. Nur weil du freundlich zu mir bist, heißt das nicht, dass wir Freunde sein müssen. Ich entscheide, auf wen ich mich einlasse und auf wen ich mich nicht einlasse. Und nur weil wir uns schon besser kennen, heißt das nicht, dass ich jetzt dazu verpflichtet bin, dein Freund zu sein. Da kann ich auch einen Rückzieher machen und es ist meine Entscheidung. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Das war jetzt auch ein bisschen eine Erzählung von meinem persönlichen Leben, wie ich das auch erlebt habe und das auch ja verarbeitet habe im Nachhinein und warum ich mich im Endeffekt dann auch so gut auskenne, weil ich da einfach mehrere solcher Situationen hatte und die letzten Jahre meines Lebens ja extrem, extrem viel darüber reflektiert habe, nachgedacht habe und das im Endeffekt ja, wie man sich dann davor, ich sag mal, schützen kann in der Zukunft. Wenn du ein persönliches Gespräch mit mir haben möchtest, dann können wir das gerne einrichten. Melde dich gerne bei meiner E-Mail-Adresse unten, die verlinkt ist, oder geh zu unserer Website, die ist auch verlinkt oder wird hier oder hier einmal erscheinen. Da kannst du entweder ein Gespräch mit mir buchen oder einen Freitermin buchen mit einem Psychologen, das dann aber nicht spezifisch auf Narzissmus gerichtet ist. Wir haben auch Selbsthilfegruppen, schreibe mir auch da gerne, wenn du Interesse hast. Wenn du einen Wunsch hast, worüber ich als nächstes sprechen soll, schreib das auch gerne in die Kommentare. Ich lese die Kommentare unglaublich gerne. Das wärmt mir mein Herz, wenn ich diese lese, wie vielen Menschen ich auch helfen kann. Und ich bin tatsächlich erstaunt darüber, wie weit verbreitet dieses Problem des Narzisstischen ist. Also ich beschäftige mich jetzt schon länger damit. Also wenn ich gewusst hätte, wie weit verbreitet das ist, da hätte ich auch schneller angefangen, darüber aufzuklären, weil wir jetzt auch schon seit längerer Zeit eben diese psychologische Online-Beratungsstelle haben, um spontan für Menschen da zu sein und auch, dass Menschen sich das überhaupt leisten können, weil es ist ein Problem in unserer Gesellschaft, was die, ja, wir sind keine Psychotherapie, aber auf einen Therapieplatz wartet man locker ein Jahr, wenn man überhaupt einen Platz angeboten bekommt. Und das werden viele Menschen sicherlich auch kennen. Und ein Satz, den ich tatsächlich auch zu oft höre, ich war bei mehreren Therapeuten und sie konnten mir nicht helfen, was Narzissmus angeht. Sie kennen sich da einfach nicht aus. Es ist eine unglaublich spezifische Sache. Und wenn man das nicht auch ja selbst erfahren hat oder da Erfahrung gemacht hat und sich da tiefgründig mit auseinandergesetzt hat, ist es schon fast unmöglich, das wirklich nachzuvollziehen, was eine Person sagt, weil oberflächlich gestörte Narzissten eben diese Fähigkeit haben. Wenn man darüber spricht, denkt man sich, du stellst dich nur an, diese Person ist ja perfekt, aber es ist so unglaublich unterschwellig und manchmal schwierig zu erklären, was man erlebt hat und ja, wo man alles durchgegangen ist. Und das tut mir wirklich sehr gut und freut mich wirklich, wenn ich Menschen helfen kann und sie mir dann danach sagen, es tut gut, einfach nur jemanden zu haben, der mich versteht, der mich da auch ernst nimmt,
der mir da dann auch wirklich helfen kann und das ganz spezifisch da Rat geben kann. Und genau das ist auch der Grund, warum ich mache, was ich mache. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.